Hallo und herzlich willkommen zurück zu Silent Hill 2 Remake. Wir sind jetzt an der Uhr und haben den zweiten Zeiger. Ich gucke gerade, warte mal. Jetzt im Fotos. Nee, das mal. Hier, Schlüsselobjekte, genau. Wir untersuchen das Teil mal. Und dazu gibt es jetzt auch ein Rätsel. Ich denke, wir müssen dann auch noch einen dritten Zeiger finden, den Sekundenzeiger. Weil im Prinzip sind hier ist ein Hinweis, Scott. Weil im Prinzip brauchen wir ja wahrscheinlich drei. Weil wenn wir hier auf das Rätsel gucken, also Henry für Scott, he run from him and hide, he's fled to the west, to the other side. So, Henry ist also der Große. But here comes Mildred. Mildred ist ein kleiner Zeiger with unknown intent. Das ist der Sekundenzeiger, denke ich mal. Scott lies face down, blind to her descent. Also Deutsch. Scott liegt ganz flach da, sah ihren Abstieg nicht. Ganz flach, also vielleicht unten. Oder ist Scott der Kleine? Oder ist Mildred der? Warte mal, wir waren ja in... Wir waren in H. Aber das ist weder Scott, Mildred noch... Nee, das war Henry. Waren wir schon in dem M? Nee, wir waren in S. Genau, das muss Scott sein. Das muss Scott sein. Und wenn der flach... Und wenn das Scott ist... Oder ist der oben? Akzeptieren. Eigentlich, im Prinzip können wir alles mal durchprobieren hier. Ah, okay. 10 nach 9. Geht natürlich auch. So, und ich denke... H an der Tür, M an der Tür. Jetzt ist M vielleicht auf. Wir haben aber auch noch S. S war ja unten, ne? S an der Tür. Nee, da ist noch zu. Oder müssen wir zu Scott, weil wir Scott jetzt reingesetzt haben. Müssen wir nach unten. Gut möglich, dass wir nach unten müssen. Ich guck mal eben beim M, beim... Scheiße, ich bin schon ganz verwirrt. Ich guck mal eben da hinten. Aber ich denke schon, dass wir wieder runter müssen. Ich denke, dass das M... der letzte Weg ist. Nee, M ist auf. Oh mein Gott. M wie Motte, Alter. Oh, wieder ein Loch. Er mag Motten. Wie er immer räuspert, ey. Okay. Na gut, das Geruckel hat aufgehört. Ich hätte den Nvidia-Treiber aktualisiert. Und dann baut sich der Cache neu auf. Der Shader-Cache immer. Und dann dauert es immer eine Weile. Ach, okay. Zwei Kreise. Das hat bestimmt was zu bedeuten. Aber das Ding sieht genauso aus. Sind zwei kaputte rechts und links, aber auch mit diesen Kreisen. Hm. Okay, okay, schon wieder ein Rätsel. Stell irgendwas dran. So, auf jeden Fall unterschiedliche. Vielleicht ist das ein Code oder so. Alter, ist das schrecklich hier. Ach, es ist ein Code. Oh, okay. Okay. Gott, ist das spannend. Wenn man überlegt, ne? Ich meine, das wird ja jetzt wahrscheinlich ziemlich nah am Original sein, alles so, von den Rätseln und so. Und wenn man überlegt, wir können hier erstmal durch. Das vor 23 Jahren, dass da die Spiele einfach viel abwechslungsreicher und komplexer waren. So gefühlt. Nee.
versteckt sich da einer. Habe ich da nicht gerade durchgeguckt? Hier ist auch wieder so ein Schacht, ey. Aha. Zwei Mond und Totenkopf. Aber wo sind die Nummern? Und so kommen wir zurück. Hä? Hä? Okay. Da können wir anscheinend fliehen. Das ist ein Fluchtweg. Okay, nochmal das Rätsel angucken. Wir haben hier Mond und Kreis, Totenkopf und Kreis. Also Mond minus Kreis, Totenkopf plus Kreis. Und Kreis minus Totenkopf. Das heißt, wir müssen wissen, welche Zahlen das sind. Das ist Kreis. Aber wo finden wir jetzt die Zahlen? Vielleicht die Anzahl der Flügel? Vier Flügel? Haben die alle vier Flügel? Auch vier Flügel. Ah ja, ist ja auch Kreis, hä? Nee, warte mal. Das ist beides Kreis. Mond. Und Totenkopf. Oder an welcher Position die sind? Position 2? Position 1. Aber die Anzahl. Warte mal. Vielleicht... Ah, verstehe. Die Anzahl wahrscheinlich. Also hier haben wir links einen Kreis, 1, einen Totenkopf, 2, 3, 4. Also wir haben 4 Symbole. Und das ist quasi der Bilderrahmen für Totenkopf. Dann haben wir einmal den Bilderrahmen. Den Bilderrahmen... Ist ja nochmal Totenkopf. Okay, ich verstehe das Rätsel nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Wie kommen wir von den Symbolen auf die Zahlen? Aber scheinbar hat es ja in Kombination mit dem zweiten zu tun, weil wir mussten hier diesen Schrank zur Seite rücken, weil wir nicht alles gesehen haben. Deswegen mussten wir überhaupt hier hinten hin. Muss man vielleicht insgesamt zählen, wie viele Monde da sind? Ah, wahrscheinlich schon. Die Anzahl der Monde. Also wir haben einen Totenkopf. Das ist Halbmond. Das ist ja Halbmond. Was ist der Halbmond? Ich brauche wieder meinen Zettel. Ach, komm schon. Er liegt hier. Ich gönne mir gleich noch einen Schluck Kaffee, du. Ist nämlich ganz früh morgens. Hab Urlaub. Herrlich. So. Also, wir haben Halbmond. Wir haben diesen Kreis und wir haben den Totenkopf. Und jetzt zähle ich mal, wie viele davon da sind. So, hier haben wir 2 Kreise. Oh, das sind aber normale Kreise. Halbmond. Kreise. Kreis, Kreis, Halbmond. Okay, fangen wir mal mit den Totenköpfen an. Wir haben auf jeden Fall 3 Totenköpfe, würde ich sagen. Da ist einer. Ein Totenkopf und 2 Monde. Okay. So, dann haben wir hier 2 Kreise. Okay. Dann haben wir hier nochmal 2 Kreise. Dann haben wir hier 4 Monde.
Dann haben wir hier nochmal einen Totenkopf. Einen Kreis. Und zwei Monde. Habe ich was übersehen? Wir haben also zwei Totenköpfe. 1, 2, 3, 4, 5 Kreise. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Monde. 8 Monde, okay. Das heißt, wenn wir jetzt die Zahl nehmen und rechnen. Mond minus Position 1. Mond minus Kreis wäre 8 minus 5, das wären 3. Dann haben wir Totenkopf plus Kreis, das sind 5 plus, 2 plus 5, das sind 7. Und dann haben wir Kreis minus Totenkopf, das sind 5 minus 2, das sind 3. Also 3, 7, 3, 7, 3. Versuchen wir es mal. 3, 7. Ah! Bin ich doch nicht so doof, wie ich gedacht habe. Was ein Glück. So, da wir aber hier so einen schönen Fluchtweg haben. Gehe ich davon aus, dass uns jetzt irgendwas Böses hier drin erwartet. Oh, noch ein Loch. Jetzt weiß ich, wie ihr das meintet in den Comments mit den Löchern, ey. Dass nicht das letzte Loch sein wird. Oh, hier ist auch wieder ein Schrank. Guck mal, würde mich nicht wundern, wenn er sich in diesem Schrank verstecken würde. Ja, er mochte wirklich Schmetterlinge, wer auch immer hier gewohnt hat. Oder Motten oder was auch immer. Falter. Alter Verwalter. Okay, let's do this. Suchen. Ja, komm. Ich meine, was haben wir auch für eine Wahl? Ah, der Sekundenzeiger. Sag ich doch, hier passiert was. Oder doch nicht? Okay, und dann müssen wir wahrscheinlich nach unten. Ich habe das Gefühl, das hängt irgendwie mit diesem... mit diesem, das ist doch neu hier, oder? Das hängt irgendwie mit diesem Dings zusammen. Mit dem Pyramid Head. Oh Gott, ich speichere jetzt erstmal. So. Jetzt die Frage. Also, der kleine Zeiger. Mildred with unknown intent. Scott lies face down, blind and descent. Also Mildred müsste der Sekundenzeiger sein und wir wissen anscheinend nicht, wo er hinkommt. Deswegen können wir hier auch nur durchprobieren. Ah ja. Obwohl, da steht's doch. Nee, eigentlich nicht. So. Oh, hier ist jetzt zu. Schweißt ja immer die Türen zu. Wir müssen jetzt wieder runter. Oh, habe ich... hier ist jetzt auf. Hä? Ein Foto? Wie die Zeit vergeht. Foto Nummer 11. Okay. Die guten alten Polaroids kennt auch keine Sorge mehr heute. War dieser Bereich schon offen hier? Ich hab doch hier schon mich umgeguckt. Hat sich hier was verändert? Ich glaube schon. Ist irgendwie abgefragter, oder? So, wir müssen jetzt irgendwie wieder runter. War hier nicht das Loch im Boden? Ey, und da dieser Schaukel, diese... Ich bin gerade echt verwirrt, ey. Ja, die Zeit hat wahrscheinlich dieses Hotel verändert. Ist mir wahrscheinlich beim ersten Mal gar nicht aufgefallen. Okay, wo müssen wir denn durch? Kombinationsschloss M an der Tür. Okay, das haben wir erledigt.
208. Haben wir einen Schlüssel für 208? Nee, das ist ja das Ziel. Das war ja auf diesem Foto. Das war ja auf diesem Foto hier. Seltsame Fotos. Hier, da war 208 drauf. Auf der Tür. Für immer zusammen. Okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder runter. Die sind näher gekommen. Die sind näher gekommen. Oh Gott. Oh Gott, ey. Ah, hier sind wir runter. Warst du schon tot? Was liegt da? Ah. Eine Erinnerung. Okay. Genau, hier geht's auch nach unten. Dann müssen wir jetzt vor das letzte Tor. Hä? Alter, hängst du? Was stimmt mit dir nicht? Wurde die aufgespießt? Oh Gott. War hier vorher schon auf? Sieht so aus. Wir müssen irgendwie jetzt dahin. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr. Ah, hier waren die Noten, genau. Bin irgendwie hier durch. Ja, da ist das S. Also ich denke mal, da müssen wir jetzt rein. Oh. Da hat's geleuchtet, oder? Der große Raum. Hat sich denn noch was anderes verändert hier? Es sind so viele Räume. Ich meine, gerade eben waren ja auch noch neue Sachen da. Vielleicht sollten wir mal einmal hier ein bisschen rumsuchen. Ob es hier was Neues gibt. Bevor wir da reingehen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir gegen den Pyramid Head kämpfen müssen. Was natürlich spannend wird. So, einfach nur gucken, ob es hier irgendwie was Neues gibt. Wenn nicht, denke ich wieder zurück. Sonst hätten wir hier, glaube ich, schon was gefunden. Hier ist das Loch, wo wir durchgesprungen sind. Hier sind wir quasi rausgekommen. Dann hier durch. Okay, ich gehe jetzt rein. Schauen wir mal, was da drin ist. Ah, guck, wenn wir schon eine Zwischensequenz haben, ey. Ah ja, da ist er. Zu hart.
stehen oder so. Okay, das hat's nicht gebracht. Habe ich noch ein Safe-Game direkt davor. Du bist gestorben. Wenn du deine Taschenlampe versteckst, Mannequin greift es dich an. Das sind Mannequins. Erster Tod übrigens. Denn so schwer sein? Wie kann ich hier denn ablenken? Vielleicht muss ich irgendwo drauf schießen, dass irgendwas passiert. Müssen wir mal die Umgebung angucken. Da ist eine Lampe, die hin und her schwenkt. Okay, das wird nichts. Ist.
Ja, gib mir noch mal Tipps zum Pyramid Head, ey. okay, vielleicht die Gasleitung, die hier so zischen. Hau die mal durch. Hau den Lukas, komm. Das ist schon blöd, wenn du ausweichst und bringt nichts. Ich muss nur wissen, was ich tun muss. Dann ist es bestimmt einfach. Aber ich glaube nicht, dass wir den mit Kugeln besiegen können. Vielleicht kommen wir hier hoch. Nee, das wäre auch zu einfach. Mit der Sirene. Die Sirene hat auf jeden Fall eine Bedeutung. Verlasse die Blue Creek Apartments. Ja, okay. Ach, verdammte Scheiße, ey. So einfach wäre es gewesen. Ich fühle mich genatzt, Alter. Oh, Tageslicht. Tageslicht und ein Safe Point. Ich war kurz davor nachzugucken, wie man den besiegen kann, ey. Naja, gut. Oh nein, jetzt sind wir wieder draußen. Ah, guck mal. Rosswater Park. Wir müssen in den Rosswater Park, Krankenhaus, Brockhaven. Oh, hier gibt es aber echt viel. Okay. Ja, jetzt sind wir wieder draußen. Na, was ein Glück. Kriegen wir mal wieder was. 8 und 4. Boah, hätte ich das mal gewusst, ey. Aber hinterher ist man immer schlauer, ne? Okay, ich brauche keine Taschenlampe. Nochmal drei Kügelchen.
Und das ist quasi von außen hier. Das war dieser Innenhof, wo dieser Kinderwagen stand. Können wir hier noch irgendwo rein? Ich habe nicht geguckt, aber ich glaube nicht. Da ist noch so eine Leiter, aber ich glaube, die kriegen wir auch nicht runter. Das... Oh. Schön. Hat so ein bisschen was sowjetisches, so. Wie in diesen Sowjetländern immer. In ehemaligen. Da ist nichts. Können wir da irgendwo hin? Scheinbar nicht. Da ist der Innenhof gewesen. Das ist eine Tür, wo wir nicht reinkommen. Wie sieht's hier aus? Nee, ist zu. Aha. It was you, wasn't it? You're the one who stepped on my hand. Maybe I did. What's a little girl like you doing here anyway? I don't know. What's a big dum-dum like you doing here anyway? Hey, that's not very nice. Didn't your parents teach you any manners? What you got there? None of your business. You didn't love Mary anyway. What? Hey, wait! How do you know her name? Das war das Mädchen aus dem Apartment, ne? Was da so rumrannte. Genau, mit dem Schlüssel am Anfang. So, wir sind von da gekommen. Richtig? Richtig. Tunnel. Boah, sieht das gruselig aus, ey. Können wir wieder zerdeppern? Ist aber nichts drin. Oh, das geht nicht. Das geht. Aber wie cool, wenn man auf die Mitte trifft, dass es einfach Pöng macht. Okay, da ist noch eine Tür. Ist ja wahrscheinlich auch zu. Ah, okay. Okay. Nur sicher gehen, dass nichts, ne? Verpasse. Schon seltsames, also ist irgendwie cool. Du hast da die Sonne, du hast aber auch den Nebel. Irre Mischung. Kommen wir jetzt zurück? Ah, theoretisch. Mal sehen, was hier für Gestalten auf uns lauern. Habe ich eine Karte von dem Park? Nicht wirklich. Da muss jetzt unser eigener Orientierungssinn kicken, irgendwie. Was ist das? Oh, eine Spritze, klar. Wo hier noch so eine Jacke liegt mit so einer Spritze, die nehme ich einfach mal mit und hau mir die irgendwann in den Arm. Wir müssen durch den Park, um in einen anderen Bereich zu kommen. Aber schön hier, ne? Also.
dead. Mary. Could you really be here? Rosewater Park. Der kopflose Reiter, du. Hat beides keinen Kopf mehr. Patrick Chester, Sohn von Edward, er kämpfte und starb für das Volk, die Freiheit und für unsere Zukunft. Sein Andenken lebt weiter. Naja. Noch einmal einen Rundgang durch den Park, bevor wir wieder rausgehen. Da gibt es in dem Park selber gar nichts. Sieht fast so aus, ne? Das ist auf jeden Fall zu. Scheint aber recht groß zu sein. Scheint aber nur der Anfang zu sein hier. So, hier bin ich hergekommen, bin dann rechts rumgegangen. Da hinten war das Denkmal. Und dann geht es hier weiter. Oh, guck mal, Aussichtsplattform. Ein See. Der Toluca Lake. Okay. Noch ein Kopfloser. Die haben alle keine Köpfe, die Statuen. Bestimmt wieder ein Rätsel lösen. Das hat bestimmt damit zu tun, was da so steht. Hm. Zwei Kopflose, die sich die Hand geben. Ist hier ein Pier? Oh, nice. Will ich gleich hin. Ein kleiner Kiosk. Und noch was. Zum Andenken an die 67 Frauen und Männer, die an einer Krankheit starben und im See schlafen. Okay. Coffee to go. Latte. 1,59. Ist doch günstig, oder? Hot Chocolate. 1,50 Dollar. Kinderschokolade. 1 Dollar. Limonade. 1,25. Also die Preise sind nicht der wahre Horror. Das geht mal klar. Können wir zerdeppern? Oh, irgendwas. Irgendwas konnte ich da zerdeppern. Oh. Aber innen drin eher. Es hat zumindest gescheppert. Ja, schön. Okay, was haben wir hier? Alte Zeitungen. Aber können wir nicht lesen. Ein kleiner Eisstand. Kugeleis, 50 Pfennig. Ach so, wir müssen auf das Pier. Da sind zwei Piers. Lake Tours Ticket. Ach, man kann auch auf den See fahren. Warum kann ich eigentlich nicht die Eisenstange da nehmen? Ich glaube, die könnte doch deutlich mehr Schaden machen als so ein Holzbrett, oder? Da geht's nicht rein. So, nehmen wir jetzt den linken oder den... Ach so, hat sich erledigt. Dass die 69 Männer und Frauen, die im See sind und an einer Krankheit starben, nicht wiederkommen. Da ist eine Person. Ist das wirklich unsere Frau?
Mary? Mary? No. You're not. Oh, sie ist ein Schmetterling. Do I look like your girlfriend? Hallo, Hannah. No, my late wife. I can't believe it. Your face, your voice, you could be... My name is Maria. I don't look like a ghost, do I? See? Warm. Sorry, I got confused. Hey, where are you going? I need to find Mary. Didn't you say she died? Oh. Yeah. 3 years ago. It's just... I got a letter from her. A letter? I know how it sounds. I'm not... I don't... Hey. It's okay. So, what did the letter say? She said she was waiting for me. In our special place. And that's here? Anyway, I haven't seen her. Is this your only special place? I don't know anymore. There was something. I can't quite. Hey! I think I might know. I mean, there's this one place. Not far from here. What kind of place? The kind two lovers might call special. I can show you if you want. Unless you have somewhere else to be. Something else to do. Hey, easy there. I'm just messing with you. Come on. It's this way. You're coming with me? Can't you just tell me where it is? Wait. You're just gonna leave me here? Alone? With all these monsters around? No, I just... Is it because I remind you of her? You loved her, didn't you? Didn't you? All right, just... So it's okay. Yeah. Ja, schon strange, aber er sagt ja, sie erinnert ihn an ihn. Also irgendwie alles verdreht, ne? Aber sie hat auch was Flirtiges halt, was Verführerisches, ne? Was. Aber vielleicht ist es auch eine Falle. Ich weiß es nicht. Weiß es nicht. Eine Lampe war kaputt, das stört mich. Unheimlich, ja. Genau, sowas ist immer unheimlich. Und viel zu touchy auf jeden Fall. Muss sie jetzt beschützen oder kann sie sich selber beschützen? Kann sie sterben? Na gut, aber wenn sie böse wäre... Erstmal mit dem Arsch wackeln, wenn man sich hinstellt. Ach ja. Diese Japaner. Wobei das ja jetzt von Amerikanern. Nee, von Polen entwickelt wurden. Blubber Team sind Polen. Through here. Aber halt doch zu. Habe ich gerade schon versucht. Guck. Ja. Strange. Oh, ich dachte, sie schließt ab.
I know. Ich frage mich, was der Schmetterling zu bedeuten hat. Okay. Okay, können wir uns jetzt, kann ich jetzt trotzdem gucken? Ich denke mal, ich kann trotzdem hier rumeiern, oder? Munition suchen und so. Nochmal kopflose Statuen. Obwohl, das Kind hat einen Kopf, guck mal. Wanna take a breather? Mishi. I know, I just... Sorry, I'm just a bit preoccupied. It's fine. Ich sie. You know, if there's anything you want to talk about, anything at all. No. Let's just keep moving. Jetzt kommen wir aber hier nicht mehr zurück. Das ist zu, ne? Aber wir haben hier Restrooms. Oh, hier ist tatsächlich auf. Ha. Nehme ich doch. Den Drink aus der gesprengten Schüssel, du. Musst du? Du hast dir Zeit hier. Luxusklo. This place we're going to, what is it exactly? It used to be kind of a special place for young couples in these parts. I think it's easier if I just show you. Also hier nur zurück für das Getränk. Oh, die Waffeln noch gut sind. Ein Foto. So far from home. So weit von zu Hause entfernt. Nummer 14. Die muss man bestimmt ordnen zum Schluss oder so. Warum sind hier überall Fotos verteilt? Oh, Chessmaster, Alter. Da geht's hoch. Warte mal, hier muss ich noch gucken. Nee, da ist nichts. Und dann können wir noch mal in diese Richtung. Gucken, ob hier noch irgendwas liegt. Hier ist nämlich noch eine Statue. Die mysteriöserweise einen Kopf hat. Ein Mensch oder so. Who is that? Just a woman. Killed for no real fault of her own by moral upstanding folk. Common theme, I guess. What do you mean? In history, you know? Opfer der Verfolgung durch die Jenny Carroll führte ein stolzes und ehrenhaftes Leben. Was hier geschah, soll nie vergessen werden. Okay, ermordete Frau. Vielleicht wird seine Frau auch ermordet und er hat es nicht verkraftet. Schon gelesen, dass ihr es immer witzig findet, dass ich die Story nicht kenne. Aber hey. Ist doch schön. Rosewater Park. Mal wieder. Zweite Ebene? Oder ist es der Ausgang? Es ist der Ausgang. Okay. Warte mal, wo war... Da hinten war zu. Ice Cream. Oh, guck mal. Viele Autos zum Durchsuchen. Besucherinfo. Jack's Inn. Das ist ein Motel? Ich guck erstmal hier auf Parkplatz. Das soll das Motel sein, oder was? Jack's Motel? Jack's Motel, okay. Können uns aber definitiv hier nochmal ein bisschen umsehen. Why'd you do that?
Weil ich kann. Why did you do that? Aha. Für den Fitnessdrink, du. Sehr cool, dass sie das sagt. Scheint ja Polizeiwache zu sein hier, oder? Möglicherweise. Kommen wir da rein. Power on off. Spielt das noch eine Rolle? Vielleicht spielt... Oh, oh, hier, guck mal. Keine Objekte. Ah, wir müssen da rein. Ist das die Polizeiwache? Wagenheber. Wir brauchen was für den Wagenheber. Dann kommen wir da rein. Möglicherweise. Vielleicht finden wir ja noch was. Irgendwo hier in der Stadt. You startled me. Wie süß, ey. Ja, das ist definitiv, kann man da rein. Jetzt hätte man ja auch nicht diesen Wagenheber da reingemacht. So, wo könnte der sein? Ich denke mal, wir können es noch ein bisschen hier umsehen. Vielleicht kommen wir hier noch irgendwo rein. Aber ich denke, hier wird auch ziemlich viel zu sein. Not getting through here. No reason to. It's the wrong way anyway. Überall zu. Macht doch immer so ein ganz... Hört ihr das? So ein ganz dunkles Brummen hier aus diesen Löchern. Das ist schon irre. Okay, warte, da ist der Wagenheber. Da kommen wir nicht weiter. Wir können natürlich hier nochmal hochgehen, aber wie kommen wir da rein? Kommen wir vielleicht wieder zurück? Ich möchte natürlich nichts verpassen, wenn es da noch Loot gibt. Hey, wrong way. We already passed the motel. Ja, ja. Ah, guck mal, vielleicht finden wir hier einen Wagenheber. Oh, guck mal, was liegt denn hier? James? So machen wir es hier in Silent Hill. Hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Explodieren die? Irgendwie hier rein. Ach, verdammt. Hätte ich echt gedacht. Hier gibt es irgendwo einen Wagenheber. Oh, nee, doch nicht. Da gehen wir mal ein bisschen die Straße hoch. Aber wir sind hier definitiv nicht allein. Genau. Neighborhood Café, okay. Da darf man nicht drauf. Da ist es verboten. James, your wife, what was she like? Or is... Sorry, I'm not. That's fine. Why do you ask? Just curious. I'm not sure I want to talk about it.
Oh, come on. You said we look alike. At least give me something. Well, she, she liked to play the piano. Ah. I'm not sure if you're really that much alike. Oh? I don't strike you as the pianist type? Let's just leave it. Sure, James. Deswegen die Noten hier. Again. Guck mal, sieht doch so ein bisschen aus, als ob der eine Panne hat. Vielleicht ist hier ein Wagenheber. Normalerweise ist das Rätsels Lösung ja nie weit weg. Die andere Seite suche ich auch noch ab. Mache ich auf dem Rückweg. Hier stehen auf jeden Fall einige Busse rum. Also hier könnte man durchaus was finden. Geht es auf jeden Fall schön hoch, ne? Aber relativ ruhig noch hier. Autoservice and Tires. Guck mal, wenn es da keinen Wagenheber gibt, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht, du. Auf jeden Fall schon mal ein Getränk. Closed. Tja. Again. Da ist aber nichts drin. You know we're heading the wrong way, right? Yeah, I, just bear with me, okay? Whatever you say, big man. Aha. Guck mal, was man hier alles findet, wenn man nur ein bisschen, Stress macht. Hier ist wieder was in der Gegend. Können wir hier rein? Irgendwie können wir da rein. Ich habe es im Gefühl. Tantes Tankstelle. Augen auf. Das können wir nicht gebrauchen. Augen auf. Ach, guck mal, guck mal. Und ich sag noch Augen auf. Krabums. Oh oh. Nein, falsch. Das ist die kotzende Version. Das ist die kotzende Version. Gibt so eine Spinne oder so. Ach, da. Noch eine? Da. Ich höre noch eins. Wir sind noch nicht ganz durch. Wir sind noch nicht ganz durch. Aha. Ich hoffe, hier passiert nichts. So. Alles klar. Oh, guck mal hier. Das habe ich noch übersehen. Jetzt könnten wir hier raus. Dann kommen wir in die Straße. Ah, und hier ist wieder zu. Locked. No way through.
I told you, there's nothing for us oh. here. Oh. Wo? Alles klar. Aha. Das Ding kam noch von hier, oder? Huh. What is it? Nothing. Just déjà vu. Déjà vu. Oh, was haben wir denn da Schönes? So, sind wir jetzt wieder auf der... Hier ist zu... Pete's Kegelbahn. Geschichtsverein Silent Hill. Oh, Pete's Bowl. Wer hat Bock auf eine Bowl? Ah ja. Open! Ah, oh, schön, wir können eine Runde bowlen. Mach ich sofort. Wir eben gucken. Okay, nee, komm, wir gehen erst in die Bowlingbahn, bevor wir weiter erkunden. Scheint ja sicher zu sein, die Bowlingbahn. Ein sicherer Ort. Okay, gut. Hier ist ein Safe Point. Wir safen mal. Und da das Stündchen jetzt schon wieder rum ist, würde ich sagen, sehen wir uns genau hier in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dann. Haut rein. Ciao.